Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Sportwetten-Video. Und in diesem Sportwetten-Video geht es speziell um die Tipico-Tipps und Tricks. Ich hatte da bereits ein Video zugemacht mit über 50.000 Aufrufen. Und jetzt habe ich davon, sage ich mal, eine zweite Version, eine neuere Version, eine geupdatete Version gemacht mit meinen Tipps und Tricks. Unter anderem auch mit den Neuerungen für 2023. Was hat sich verändert? Ich gebe dir unter anderem auch einen Trick, wie man an Aktionen kommt und so weiter und so fort. Also ich habe wirklich eine ganze Menge hier vorbereitet. Außerdem werde ich dir sagen, welche Vorteile hat es zum Beispiel in der Wettfiliale. Da gibt es nämlich besondere Vorteile gegenüber Online-Wetten. Das werde ich dir auch erklären, welche Vorteile es da gibt, welche Nachteile es da gibt. Dementsprechend geht es direkt nach dem Intro los. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, es gibt gar keinen Unterschied zwischen Online- und Offline-Wetten, also im Wettbüro versus beim Buchmacher online, zum Beispiel über den PC, über den Laptop oder über die Handy-App. Aber den gibt es. Ein Vorteil, den man in der Wettfiliale, also offline, besonders hat, das wissen ganz viele nicht, die Wette kann nicht storniert werden. Das heißt, wenn du online wettest und der Buchmacher hat zum Beispiel gesehen, es gibt einen Quotenfehler etc., kommt es teilweise vor, dass auch wenn die Wette gewonnen wird, das heißt, wenn du, sage ich mal, sagst, es fallen mindestens zwei Tore, das ist eingetreten und der Buchmacher hat vielleicht einen Quotenfehler gemacht, dann ist das Ergebnis vielleicht 3:0 ausgegangen, das heißt, du hast die Wette super gut gewonnen, aber im Nachhinein wird dir online diese Wette storniert. Sowas kommt vor und da kann man dann relativ wenig gegen machen. Man kann den Support zum Beispiel schreiben, aber es bringt in der Regel nichts. Du hast dann quasi deinen Kassenzettel, wenn du, ich nenne es mal Kassenzettel, den Wettschein, wenn du im Wettbüro offline wettest, da hast du wirklich schwarz auf weiß, was du gewettet hast und diese Wette kann nicht storniert werden. Das ist ein Vorteil, den hat man nur in der Wettfiliale. Weitere Sache ist, man kann zum Beispiel Fußball in den Wettbüros offline, sage ich mal, also vor Ort beim Buchmacher schauen. Besonders interessant ist es, dass man über die ganzen Monitore, über die ganzen Bildschirme Fußball sehen kann in allen möglichen Ligen und das ist ein Vorteil. Du sparst dir quasi Geld für die ganzen Abonnements, die man abschließen muss, um Fußball zu schauen. Das ist ein Vorteil, den hast du im Wettbüro. Du kannst quasi live wetten, du kannst aufs Spielgeschehen ein bisschen eingehen. Dementsprechend ist das auch ein Vorteil, den hast du nur im Wettbüro. Als Beispiel, wenn du bei Bet365 ein gewisses Budget hast, also mindestens 1 Euro muss auf deinem Account drauf sein, hast du auch in, die haben nicht alle Fußball-TV-Rechte, aber in einigen Ligen kannst du auch da dann, sage ich mal, online schauen. Eine ganz wichtige Sache, was ich leider sehr oft sehe, ist bei der Anmeldung, dass die Leute schnell durch diesen Prozess gehen und mal einen Fehler machen. Das heißt, wenn du am 20.01. Geburtstag hast, hast du aus Versehen den 21.01. hinterlegt, denkst dir, Mensch, das kann ich doch später ändern. Oder du hast einen Namen mit Apostroph als Beispiel und schreibst den erstmal ohne Apostroph. Das sind Sachen, die würde ich dir absolut nicht empfehlen. Es kann zu Problemen, und das zeigt die Praxis, zu Problemen bei der Auszahlung kommen. Hier ist es wichtig, hab das Geburtsdatum, die Anschrift, deinen Namen komplett wie auf dem Personalausweis. Als Beispiel, wenn du einen Doppelnamen hast, ganz wichtig, nehm diesen Doppelnamen auch. Wenn du Hans-Dieter heißt, Hans-Dieter Mustermann, dann schreibst du in die Anmeldung nicht Hans Mustermann, weil vielleicht deine Freunde sagen nur Hans zu dir und nicht deinen vollständigen Namen, dann schreibst du bitte Hans-Dieter Mustermann, sodass es auch keine Probleme bei der Auszahlung gibt. Seit 2023 gibt es viele Neuerungen. Das sind besonders zum Beispiel die Märkte Tischtennis, die komplett verschwunden sind. Das heißt, das betrifft nicht nur Tipico, sondern alle Buchmacher. Es gibt keine Tischtenniswett mehr. Es gibt auch zum Beispiel Ligen, also niedrigklassige Ligen. Es gibt immer noch Nischenligen, so ist es nicht. Also man kann immer noch auf die zweite Liga wetten in den verschiedensten Ländern, teilweise auch noch niedriger. Was man nicht mehr machen kann, ist auf die ganz kleinen Ligen, die es früher immer gab. Das ist eine Neuerung in 2023, die jeden betrifft. Ein Vorteil, den Tipico zum Beispiel anbietet, Tipico ist natürlich extrem bekannt, wenn man im Stadion war oder wenn man früher die Fußballwerbung immer gesehen hat, also von Tipico etc., haben sie natürlich eine extrem große
Marketingbudget dafür aufgewandt, damit jeder wirklich Tipico kennt. In Facebook und sonst wo, Telegram, gibt es unzählige Tipico-Gruppen, die wirklich Tipico-Gruppen heißen, wo sich ausgetauscht wird über Sportwetten etc. Viele Leute sind natürlich gerade Anfänger etc. Und die meisten Leute haben halt nur PayPal. Die wenigsten haben eine Kreditkarte. Und dementsprechend ist PayPal für viele ein Faktor, der extrem, extrem wichtig ist zur Einzahlung, zur Auszahlung auch. Die Wettsteuer übernimmt Tipico, die ist bereits in der Quote eingepreist. Wenn ihr das mit anderen Wettanbietern vergleicht, mal sind die Quoten bei Tipico höher, mal sind sie niedriger. Ein Vorteil ist aber, du hast von deinem Gewinn, also du weißt direkt, was du bekommst, ohne das im Kopf quasi einmal durchrechnen zu müssen. Denn Tipico übernimmt die Wettsteuer für dich, beziehungsweise kalkuliert das in die Quote ein. Das heißt, wenn du eine 1,80er Quote hast und du wettest 10 Euro und du gewinnst, dann kriegst du 18 Euro und nicht nur irgendwas zwischen 16, 17 Euro, wenn du die 5% Wettsteuer noch rausrechnest. Aktionen. Tipico hat wirklich viele Aktionen. Es gibt eine Seite von Tipico, wo man sich über die Aktionen auch informieren kann, die für deinen Account speziell gelten, und zwar Aktionen Tipico muss man dazu nur eingeben, dann findet man das Ganze ebenfalls. Was mir nicht gefällt, ist die Sektion, und die kennt glaube ich jeder, mit den Top-Gewinnern. Das heißt aus dem von heute, von der letzten Woche, vom letzten Monat, die Leute, die das meiste Geld gewonnen haben. Und das sind in der Regel Kombinationswetten, Kombiwetten. Dazu habe ich auch ein Video, das verlinke ich dir hier oben einfach mal zu Kombiwetten. Generell habe ich relativ viele Videos auf diesem Kanal über Tipps und Tricks etc. Was ich daran schade finde, das meiste sind Kombinationswetten, wo wirklich 10, 15 Partien miteinander kombiniert wurden. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Und zu Kombiwetten, wie gesagt, habe ich ein eigenes Video. Ich für meinen Teil spiele zum absoluten Großteil nur Einzelwetten. Für Kombiwetten mache ich nur selten. Wie ich das mache, habe ich wie gesagt ein Video zu. Aber ich finde diese Sektion animiert ein bisschen dazu, Kombiwetten zu machen. Und Kombiwetten sind in meiner Sicht einfach ungeeignet und sind nicht klug. Also da gibt es Einzelwetten, die machen in meinen Augen deutlich mehr Sinn mit einem richtigen Money Management etc. etc. Aber dazu gehe ich in einem anderen Video ein, wo ich diese Themen behandle. Falls man es mir noch anhört, ich bin immer noch ein wenig krank. Man hört es, glaube ich, an der Stimme. Ich versuche das Ganze aber Real Talk-mäßig so gut es geht rüberzubringen. Nächste Sache, Handy-App gefällt mir. Erstmal, dass sie eine Handy-App haben, die ist recht übersichtlich. Was mir nicht gefällt, es gibt keine Suchfunktion. Das heißt, man kann nicht suchen nach einer bestimmten Mannschaft. Das heißt, man muss sich erst durch das Menü, zum Beispiel, wenn man Bayern München sucht, muss man erst auf Deutschland, Bundesliga und dann Bayern München suchen. Das ist natürlich ein zeitlicher Aufwand, der mehr Aufwand ist. Dessen Suchfunktion finde ich deutlich angenehmer. Das waren auch schon die Tipps und Tricks zu Tipico. Ich kann gerne nochmal einen Teil 2 machen. Wenn du mehr Sportwetten-Tipps und Tricks haben möchtest, wie gesagt, es gibt dazu noch ein separates Video für 2023, die Tipps und Tricks. Wenn du mehr von mir quasi erfahren möchtest, in der Videobeschreibung sind die Links zu meinen Social-Media-Accounts, zum Beispiel zu Telegram und so weiter und so fort. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, einen Kommentar schreibst zum Beispiel oder das Video likest. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Mach's gut.